Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es ein super leckeres Schichtdessert, weil dieser Art, das Dessert ist super einfach zu machen. Es ist nicht ganz so süß wie die meisten Desserts, die ihr kennt. Dennoch schmeckt es verdammt lecker und das Rezept wollte ich euch nicht vorenthalten. Zuerst lege ich den Saft der Kirschen mit etwas Tortenguss in einen großen Topf an. Und dann nehme ich jetzt schon ein kleines Glas, gebe die Kirschen dazu und obendrauf den angedickten Saft. Das verschwindet jetzt für circa eine halbe Stunde bis Stunde in den Kühlschrank. Dann wird das Ganze auch schön fest und anschließend mit Joghurt aufgefüllt. Dann Rohrzucker obendrauf und anschließend nochmal für eine halbe Stunde bis Stunde in den Kühlschrank stellen. Das Dessert ist fertig. Es sollte eine Stunde in den Kühlschrank gehen, damit das Ganze noch richtig schön fest wird. Und dann wird direkt mal probiert. Wie gesagt, es ist super einfach zu machen. Wer Süße haben will, der kann sich durch eine Packung Rohrzucker daneben stellen, damit er immer ein bisschen nachsüßen kann. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Nachmachen und natürlich einen guten Appetit.